Tö, hey, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von dem Projekt Krasser Elefant. Was ist das überhaupt? Ich stelle ein paar coole Sachen von euch vor, also irgendwelche Fanmade-Sachen, und da kam auch schon eine Menge zusammen, und jeden Mittwoch wird eine Folge folgen, höchstens es wird einmal nichts eingereicht von euch. Dann kommt halt mal nichts, ist auch nicht so schlimm, aber es wird es ab jetzt öfters auf meinem Kanal zu finden sein. Und das war es jetzt auch schon mit dieser Erklärung. Jetzt noch viel Spaß mit diesem Projekt und gebt diesem Projekt bitte eine Chance, das würde mich sehr freuen. Und jetzt bin ich auch schon wieder weg. Wieso befinden wir uns hier in diesem Resource Packs Ordner? Und wieso sind wir auch noch in einer Folge Krasser Elefant? Das ist alles komisch. Was hat wohl ein Elefant für mich erstellt? Das erfährt ihr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu der ersten Folge Krasser Elefant. Mir wurde etwas extrem Geiles erstellt, nämlich von dem coolen Abonnenten Timme oder einfach nur Tim, oder er hat viele Namen, er ist schon sehr lange auf meinem Kanal vertreten, hat schon eine Menge Kommentare geschrieben, hat mit mir schon sämtliche Konversationen auf Skype erledigt, also wir haben noch nie miteinander gesprochen, was eigentlich schade ist, aber eine Menge zusammen geschrieben, und einfach mal danke an dich, dass du so aktiv bist, und der hat mir schon etwas Tolles erstellt, und das will ich euch vorstellen, nämlich einerseits einfach das Texture Pack. Finde fantastisch. Das ist auch schon mal ein dicker Pluspunkt. Einfach mal einen Insider im Titel. Finde fantastisch, das ist mein Kanal. Das ist richtig cool, Junge. Und auch schon Version 3, weil wir schon mehrere Versionen gemacht haben. Oder wir haben halt das Problem gehabt, dass eigentlich gab es nie Probleme, aber er war immer unzufrieden und hat dann immer neuere Versionen gemacht. Und ja, finde ich auf jeden Fall cool. Wir sehen uns gleich mal in der Runde Minecraft. QSG. Und hier seht ihr auch schon das Texture Pack oder Resource Pack, und ich muss sagen, ich bin übelst geflasht. Hier das Interface mit einem Türö und einem Elefant, das ist auch schon die dritte Version. Das hat er anscheinend in der letzten Zeit noch ein paar Mal verändert. Ich bin übelst geflasht von dem kleinen Jungen, der sich einfach dran gesetzt hat, mir irgendetwas zu produzieren, und sowas finde ich einfach cool, oder? Das macht einfach den Spaß, YouTube zu machen, wenn du merkst, dass andere Leute sich Mühe machen, einfach so zum Spaß, oder einfach Mühe machen, um dir etwas Cooles zu zeigen oder zu machen. Und vielleicht denkt sich der eine oder andere, ist jetzt nichts so Besonderes. Na, und er hat sich die Mühe gemacht, und sowas finde ich cool. Und es spielt sich auch gleich ganz anders mit so einem Texture Pack, weil man einfach weiß, dass es für einen selbst gemacht ist. Und ich werde ab jetzt auch öfters mit dem Texture Pack spielen. Vielleicht werde ich noch ein paar Sachen einbauen, wie Soundeffekte. Sowas finde ich eigentlich richtig nice. Und da dieser Gegner, müssen wir aufpassen, vielleicht schon Gäppeln? Ich habe keine Ahnung. Oh, da ist noch wer. Da rennen wir lieber mal weg, essen den Gäppel und dann gehen wir drauf. Ich habe eigentlich noch zwei, drei Sachen anzusprechen. Nämlich hat der liebe Tim noch ein paar andere Sachen gemacht, außer Kommentare schreiben. Und dieses Texture Pack, der hat auch noch ein paar coole Sachen gemacht, wie zum Beispiel, ich sag's euch nicht, ich bin so fies, ha! Ich bin richtig fies, ich weiß es, die kommen in anderen Folgen, weil ich momentan, weil ich nicht will, dass diese Folge so vollgespickt ist. Dieses Texture Pack ist schon cool genug für die Folge, ganz einfach gesagt. Also, seid gespannt auf weitere Folgen, dort hat der noch ein paar andere coole Sachen für mich produziert, und ich bin mega dankbar, das ist einfach mega awesome, was er so produziert hat. Und scheiße, dort hätte ich mindestens einmal treffen müssen. Das war es mit dieser Runde, GG und Töre. Das war jetzt natürlich auch nur dank dieses kleinen Texture Packs gewonnen. Aber ich habe noch etwas anderes von diesem Texture Pack zu erklären oder herzuzeigen, weil es gibt noch ein ganz kleines anderes witziges Feature. Das habe ich jetzt extra für euch den Server gewechselt, auf den Play Infinity Server, weil da laufen oft Steve Skins herum. Und was ist? Die ganzen Steves? Wisst ihr was? Das sind einfach fucking Elefanten. Hallo Elefant. Noch ein Elefant. Die haben jetzt alle meinen Skin, und sowas finde ich mega awesome. Ich finde die Idee einfach super, und ach, das war einfach ein extrem geiler Start für das neue Projekt. Findet ihr nicht auch?
Findet ihr die Aktion cool? Also von mir hat er auf jeden Fall etwas verdient. Ein Elefant für dich. Und noch einmal muss ich jetzt einfach zum Schluss noch einmal Danke sagen für diese coole Sachen. Nicht nur von ihm, sondern auch von eigentlich allen Abonnenten, aber sowas, das ist einfach cool. Ich glaube, das müsst ihr alle verstehen. Und ich hoffe, euch hat dieses neue Projekt gefallen. Vielleicht wird sich das in der nahen Zukunft etwas verändern. Aber momentan bin ich, glaube ich, noch recht zufrieden. Und das war es auch mit dieser Folge von der ersten Folge. Krasser Elefant. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt auch mit einem kräftigen... Hey, nein, noch nicht. Wir müssen uns noch mit einem anderen Elefanten zusammenstellen. Genau so. Und dann verabschiede ich mich mit einem kräftigen... Tschüss.